bin jetzt ein Eindringling. Und die Flagge habe ich mit, um mir Respekt. Die Flagge habe ich mit, um mir Respekt zu verschaffen. Falls notwendig. Wenn ich jetzt merke, dass sie ruhig stehen und mich beobachten, gehe ich eher auf Abstand. Jetzt sieht man gut, dass die von sich aus schon mal auf einem gewissen Abstand bleiben. Meiner legt die Ohren an. Jetzt wird es ein bisschen zu viel. Jetzt nehme ich mal die Flagge, so. Dann gehe ich wieder weg. Das ist das gleiche Prinzip wie bei der Bodenarbeit. Das Prinzip von Annäherung, Treiben und Rückzug. Also nehme ich den Druck sofort wieder weg, in dem Moment, wenn sie auf Abstand bleiben. Die sind jetzt natürlich auch neugierig, die sind ja neugierig. Und das nutze ich aus, um sie mir folgen zu lassen. Und so kann ich sie jetzt dazu bringen, dass sie mich wie ein ranghöheres Pferd respektieren. Mein Hengst verhält sich ja eh wie sich ein Hengst in der Natur verhalten würde. Er legt jetzt ein bisschen die Ohren, um die zu treiben. Aber er hört trotzdem auf mich. Er kommt jetzt auch von selber ins Imponiergehabe, fängt an, passageartige Schritte zu machen, was Pferde ja in der Natur macht, um den anderen Pferden zu imponieren. Ich zeige denen jetzt doch, dass ich die Weide schon komplett für mich jetzt beanspruche als Mitglied. Allein schon dadurch signalisiere ich, dass ich ranghöher bin. Die Idee bei dem Ganzen war jetzt, die zwei kleinen Herden aneinander zu gewöhnen, also die zwei Stuten mit dem Fohlen in die andere Herde zu bringen, weiter auf die größere Weide, da sind noch drei Stuten. Und ich so quasi den Puffer bilde, weil dann die Herde genauso wie die andere zusätzlich noch mit mir beschäftigt ist. Und nicht nur mit sich.